erzähl mal etwas von deinem Leben. Also, berühmt Kalinano. Also, vorgestern mache ich so ein Lied, gell? Ja. Plötzlich dreht die ganze Band durch. Ich so, oh. Und dann ist geschehen. William Kalinan. Ich mache, ey. Das ist nur so aus dem Ärmel geschüttet. Seht ihr vorhin, wenn wir es nicht richtig aufhören? William Kalinan. Shadi, bist du down with me? Ich bin ich around für dich. Ey. Shadi. Zum Mond nur für dich, ey. Shadi. El mejor, el mejor. El rey del corte soy yo. Vivo todo el tiempo. Als ich überhaupt Musik mache, habe ich meine Geschwister zu verdanken. Meine Schwester und meine Brüder haben mich immer mitgenommen in den Konzerten. Es hat sich so ergeben, dass ich mal Vorgruppe von Aventura war. Der Romeo Santos hat so einen Park in seiner Show, wo er jemanden vom Publikum aufnimmt. Ich bin aufgegangen, habe gekillt, die Leute haben es gefeiert und in dem Moment habe ich gewusst, was mein Weg ist. In dem Moment ist der da Willy Wonka geboren. Die Lust zu entdecken, wir singen diesen Strukturen, Mauern steckt. Es ist verdeckt, verkleidet in einem Regenbogen, gestaut als Stress. Ich zerreisse die Wänge, zerfleische die Maskerade bis zum Skelett. Hab mein Verstand noch knapp alleine, er macht langsam, was er will. Ich bin Freiheit, kein Medik, geschüttet das Zahnrad. Mein True Man Show, Body, Schade, gemalnige Bankrach. Sein Job, Gott und Staat, Requisiten von einem Set. Ich bin nicht der Regisseur vom Film, ich male mit Blut, mein Leben so glasklar. Mein Ziel ist, auch so ein Tagebuch zu führen, ein Tagebuch von Gedanken, die ich mir dauernd mache. Und es ist so, vielleicht wenn ich 80 bin und dann auf meinen YouTube-Channel gehe, kann ich so mein ganzes Leben, meine ganzen Experiences, meine ganzen Gedankengänge dort festhalten. Und mir das dann reinziehen mit meinen Kindern und mit meiner Familie, so, das ist legendär. Und ich möchte auch eine Bestätigung geben den Leuten, die so denken und so sind wie ich. Ich hatte früher viel zu denken, dass wenn ich etwas denke oder dass wenn ich eine Einstellung hatte, die voll nicht der Mehrheit hat entsprochen hat, habe ich das wie für mich behalten, wo ich mich allein habe gefühlt mit diesen Gedanken. Aber in dem, dass ich Künstler habe, Interviews von Künstlern oder Musik von Künstlern habe gehört, hat mich das bestätigt, hat mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht allein. Und das ist jedenfalls ein wichtiger Faktor, wieso ich auch Musik mache. Ich will so wie mit den Leuten können relaten. Ich will so, dass meine Lieder oder das, was sie machen, meine Kunst, den Leuten wie für einen kleinen Moment wie die Sorgen wegnehmen kann. Und mit dem habe ich eigentlich schon recht viel erreicht. So. Am Anfang ist man halt scheu als Künstler. Du willst gar nicht verlangen für deine Kunst, weil du machst es ja für die Leute. Und auf jeden Fall mit der Zeit fängst du es an zu lernen, fängst du an Leute treffen vom Business, fängst du dich an interessieren, so ja, wie viel bin ich als Künstler wert? Bin ich was definiert mich wert als Künstler? Ist es die Musikrichtung? Ist es Anzahl Followers, die ich habe, ist es Anzahl Streams, die ich habe, wie viel ist eigentlich ein Stream wert? Und das sind auch so Sachen, die du mit der Zeit echt fast einfach fragen. Und ich hatte halt immer so ein Ding gehabt, dass ich immer Angst davor hatte, Businessman zu werden, weil meine Meinung ist, wenn du 100% ein Künstler bist, dann bist du genau das 100% Künstler und dann ist deine Kunst auch 100% echt. Aber sobald du ein bisschen an das Business denkst und denkst so, ja, was verkauft sich gut, ich muss
Musik machen, die sich gut verkauft, dass ich viele Streams machen kann, dass ich mehr Cash habe am Ende des Monats. Dann fängt es an, vor Magie verlieren, vor Kunst. Dann fängst du an, businesstechnisch zu denken halt und nicht kunsttechnisch halt. Und es ist halt eine sehr feine Linie, so. Man weiss halt nie, wo das eine aufhört und wo das andere anfängt. Weil wenn du vor Musik leben willst, musst ein Businessman werden, die erfolgreichsten Künstler in der Welt, sie erfolgreich, weil sie erfolgreiche Businessmänner oder Businessfrauen sind. Und dort fängt halt mein Zwiespalt an, so. Was will ich wirklich? Will ich jetzt wirklich meine Kunst opfern, für dass ich am Ende des Monats mehr Cash habe? Aber dafür kann ich das machen, was ich liebe. Kann ich jeden Tag dann aufstehen, wo ich will? Kann ich dann schlafen, wo ich will? Kann ich meine Zeit selber einteilen bei meinem eigenen Chef? Oder du gehst eben bügeln und machst dein Musikding, dein Hobbyding halt wirklich nur als Hobby und machst es wirklich nur nebenbei. Und dann kann es immer Kunst bleiben, dann musst du dich nie verbiegen, musst du nie einen Kompromiss, auf einen Kompromiss einlassen. In dem Teil voller Reihen. Und ich kann mich nicht entscheiden, will ich alles oder nicht? Will ich Geld oder nicht? Will ich Family oder nicht? Will ich Freunde an mir? Will ich alles oder nicht? Lebe ich morgen oder heute? Doch ich kann mich nicht entscheiden, in meinem Kopf so zu wieder schneien. Schau mal, wie ich schreie. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Merci fürs Schauen.